Kontrolle. Ja, wir. Bin direkt hinter Ihnen.
Gesellschaft. Kommen Sie da raus! Sofort! Sie sind ein Mensch! Was machen Sie hier draußen? Sie führen Sie doch direkt hierher! Ich habe einen Weg freigeräumt. Sie können von Glück reden, dass Sie jetzt nicht im Frachtraum eines Kollektorenschiffes hocken. Das waren Kollektoren? Soll das heißen, die gibt's wirklich? Ich dachte, die wären nur eine Erfindung. Sie wissen schon, Propaganda. Damit wir im Gebiet der Allianz bleiben. Nein. Sie haben Lilith. Ich hab gesehen, wie sie umfiel. Und Stan auch. Verdammt, sie haben fast alle erwischt. Wie heißen Sie? Und was ist Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Delan, Mechaniker. Ich wollte hier unten nach dem Hauptraster sehen, nachdem wir unsere Kommsignale verloren hatten. Plötzlich hörte ich Schreie. Ich hab draußen nachgesehen und da waren ganze Schwärme von Käfern. Jeder, den sie berührten, ist einfach eingefroren. Dann habe ich die Türen versiegelt. Verdammt. Die Allianz ist schuld. Sie hat diesen Chief Williams hier stationiert und die Verteidigungstürme errichtet. Nur dadurch wurden wir überhaupt zum Ziel. Erzählen Sie mir mehr über die Vertreterin der Allianz. Chief Williams? Die soll ja angeblich eine Art Heldin oder sowas gewesen sein. Hat mich aber nicht beeindruckt. Sie wäre besser daheim im Ratssektor geblieben. Irgendeine Idee, was sie auf Horizon gemacht hat? Sie sollte uns dabei helfen, die Verteidigungstürme in Betrieb zu nehmen. Ich hatte aber den Eindruck, dass sie wegen was anderem hier war. Vielleicht hat sie uns ausspioniert. Erzählen Sie mir von den Verteidigungstürmen der Kolonie. Ein Geschenk der Allianz. Leistungsstarke Guardian-Laser. Sollen feindliche Schiffe davon abhalten, in der Nähe der Kolonie zu landen. Wir mussten extra einen großen unterirdischen Generator bauen, damit die Dinger genug Saft haben. Das Problem war nur, dass wir die Zielsysteme nie online gekriegt haben. Also gab uns die Allianz ein riesiges Geschütz. Aber das konnte nicht mal gerade ausschießen. Diese dämlichen Idioten. Erzählen Sie mir mehr über die Vertreterin. Chief Whip hat mich aber nicht beeindruckt. Sie wäre besser daheim im Ratssektor gewesen. Warum glauben Sie, dass das alles die Schuld der Allianz ist? Wir sind nur eine kleine Kolonie. Niemand hat uns gestört, bis wir diese verdammten Verteidigungstürme aufgestellt und damit die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt haben. Ich habe den Ratssektor verlassen, um meine Ruhe vor der Allianz zu haben. Wenn du mit denen zu tun hast, kommt dabei nie was Gutes raus. Der Allianz sind die Terminus-Kolonien völlig gleichgültig. Völlig richtig. Das habe ich auch immer allen gesagt. Die Allianz hat hier keinen hergeschickt, um uns zu helfen. Sie war hinter irgendwas anderem her. Wie immer. Wenn Sie Verteidigungsanlagen haben, können wir gegen das Kollektorenschiff vorgehen. Dazu müssten Sie zuerst das Zielsystem kalibrieren. Es hat nie richtig funktioniert. Das schaffen wir schon. Sagen Sie uns nur, wo wir hin müssen. Zum Haupttransmitter auf der anderen Seite der Kolonie. Ist kaum zu verfehlen. Die Zielsteuerung ist unten. Sie kennen die Kolonie und die Ausstattung. Sie kommen besser mit uns. Kommt überhaupt nicht in Frage. Sie lassen einfach zu, dass die Kollektoren ihre Freunde verschleppen? Ich bin Mechaniker. Was hätte ich denn tun sollen? Mit dem Schraubenschlüssel auf sie losgehen? Ich lasse sie raus und verschließe dann die Tür wieder hinter ihnen. Ich will kein Risiko eingehen. Viel Glück. Sie werden es bestimmt brauchen.
Ich verlasse diesen Bunker erst, wenn die Aliens weg sind. Bin gleich da. Okay. Das sieht interessant aus. Warum sehen wir eigentlich nur so wenige gefrorene Menschen? Die Kollektoren haben sie schon auf ihr Schiff verladen. Uns läuft die Zeit davon.
ist der Transmitter. Normandy, hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Zeit, diesen Dingern zu zeigen, dass wir genauso gut austeilen wie einstecken können. Edie, bringen Sie die Verteidigungstürme online. Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Die Kollektoren werden versuchen, das zu verhindern. Gut. Noch irgendwelche hilfreichen Tipps? Nur eine. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu halten. Wir werden Ihnen ein Ende machen. Bin dabei. Alles klar! Sie werden den Schmerz kennen, Baron Shepard. Feinde! Überbrücke Absicherung und initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungsturm. Das wird sie umwerfen. Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Da kommen noch mehr. Wir haben die Aufmerksamkeit erregt. Schiffsabwehrbatterien bei 60%. Synchronisiere Zielprotokolle mit Systemen der Normandy. Turmverteidigung fortsetzen.
Bereit machen, da kommt sicher noch mehr. Edi, wir brauchen das System on. Ein neuer Gegner. Was immer das ist. Guardian-Schiffsabwehrbatterien bei 100%. Ich habe die Kontrolle. Das Schiff ist gewaltig. Wie sollen wir das denn bitte aufhalten? Die halbe Kolonie ist da drin. Sie haben Egan und Sam und Lilith. Tun Sie was! Ich habe mein Bestes gegeben. Sie haben sich lediglich in Ihrem verdammten Bunker verkrochen. Etwas Respekt, bitte. Ohne Shepard wären Sie jetzt alle auf diesem Schiff. Shepard? Moment! Den Namen kenne ich. Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so ein großer Held der Allianz. Commander Shepard, Captain der Normandy, erster menschlicher Spectre, Retter der Citadel. Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan, zurückgekehrt von den Toten. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Ich dachte, Sie wären tot, Shepard. Das dachten wir alle. Es ist zu lange her, Ash. Wie ist es Ihnen ergangen? Das ist alles. Sie tauchen nach 2 Jahren einfach auf und tun so, als wäre nichts passiert? Zwischen uns war etwas, Shepard. Etwas Wirkliches. Ich habe Sie geliebt. Ich dachte, Sie wären tot. Ich wäre fast... Wie konnten Sie mir das antun? Warum haben Sie nicht versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen? Warum haben Sie mich nicht informiert, dass Sie noch leben? Ich konnte nicht. Ich lag die letzten 2 Jahre in einer Art Koma, während Cerberus mich wieder zusammengesetzt hat. Sie sind jetzt bei Cerberus? Ich kann nicht glauben, dass die Meldungen korrekt waren. Meldungen? So viel zum Thema Geheimhaltung. Der Geheimdienst der Allianz sagt, dass womöglich Cerberus hinter unseren verschwundenen Kolonien steckt. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass hier das nächste Ziel sein würde.
Ich war bei Anderson, aber er wollte nicht reden. Es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind. Und schlimmer, dass sie für den Feind arbeiten. Cerberus und ich wollen dasselbe. Unsere Kolonien retten. Das bedeutet nicht, dass ich unter ihrem Befehl stehe. Glauben Sie das wirklich? Oder will Cerberus lediglich, dass Sie das glauben? Ich wollte glauben, dass Sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Wie konnten Sie uns allen den Rücken zukehren? Sie haben die Allianz verraten. Anderson. Und Sie haben mich verraten. Ash, Sie kennen mich. Sie wissen, dass ich so etwas wie das hier nur aus den richtigen Gründen tun würde. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich würde Ihnen gern glauben, Shepard. Aber ich traue Cerberus nicht. Und es beunruhigt mich, dass Sie das offenbar tun. Was haben Sie mit Ihnen gemacht? Was ist, wenn Sie dahinter stecken? Was ist, wenn Sie diejenigen sind, die mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Typisch Allianz. So fixiert auf Cerberus, dass man blind wird für die tatsächliche Bedrohung. Sie lassen zu, dass Ihnen das Wissen über Ihre Vergangenheit den Blick auf die Tatsachen verstellt. Oder aber Sie glauben Cerberus etwas zu schulden, weil die Sie gerettet haben. Vielleicht liegt's an Ihnen. Ist auch egal. Ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin eine